Hallo zusammen, ich bin's wieder, Caro vom Häkelschaf Kreativ und ich freue mich, euch in diesem heutigen Video mein flüssiges Gold vorzustellen. Ja, ihr hört richtig, flüssiges Gold. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, in der Küche flüssiges Gold herzustellen. Und wie es aussieht, zeige ich euch, weil das ist einfach Bombe. Und zwar geht es um dieses Getränk. Wie ihr seht, mit Liebe selbst gemacht, flüssiges Gold. Es ist quasi mein Bratapfellikör, den ich mit Goldglitzerpartikeln versetzt habe. Und wenn man ihn schüttelt, weil der setzt sich natürlich dem Mix hier unten ab, sieht es aus, als würde das Gold in der Flasche flüssig sein. Und wie ich diesen Likör hergestellt habe, das zeige ich euch in diesem Video. Wir benötigen für das flüssige Gold natürlich erstmal eine Grundsubstanz. Und da habe ich hier schon im Kochtopf auf dem Herd klaren Apfelsaft. Das Rezept fürs flüssige Gold schreibe ich euch unten in die Infobox rein, weil ich werde jetzt eine größere Menge ansetzen, weil ich muss noch meine restlichen Flaschen befüllen. Und ja, dementsprechend brauche ich jetzt ein bisschen mehr. Wundert also nicht von der Menge, was da jetzt alles reinkommt. Ich schreibe es euch für quasi zwei Flaschen, also für einen Liter schreibe ich es euch unten in die Infobox. Und ja, wir werden dem klaren Apfelsaft jetzt erstmal richtig einheizen. Der muss erstmal ordentlich aufkochen und da kommt erstmal brauner Zucker hinzu. Ich habe hier groben wie feinen für die Karamellnote unter anderem. Der kommt da rein. Moment, ich hole euch ein bisschen näher. So, dann kommt zum anderen noch normaler weißer Zucker da rein. Das rühre ich dann schon einmal ordentlich durch. Und jetzt bringt ihr quasi den Apfelsaft mit dem Zucker zum Kochen. So, da fügen wir aber noch ein paar Gewürze hinzu. Zum einen kommen da noch vier, also in meinem Fall sind es jetzt vier Zimtstangen hinzu. Anis, Sternanis. Das fischen wir nachher wieder so raus, das ist kein Problem. Dann kommen noch Vanilleschoten dazu und die werde ich jetzt erstmal aufschneiden, das Vanillemark rauskratzen und die Vanilleschote auch mit ins, in den Apfelsaft geben und auch mit aufkochen. Wie ihr seht, das wird diese Tour ein sehr schnelles Video. So, und das koche ich jetzt erstmal richtig auf und dann melde ich mich gleich wieder, wenn die nächste Zutat hinzukommt. Und wie ihr seht, es wird schon ordentlich feurig in dem Kochtopf. Ich musste gerade etwas umsteigen, ich hatte die Kochtopfmenge falsch bemessen, also wundert euch jetzt nicht. Genau, also der Apfelsaft ist jetzt schon am Kochen. Ihr hört es ja auch. Ich lasse den jetzt ein bisschen köcheln. So vielleicht fünf Minuten oder so, mehr nicht. Und dann fische ich jetzt gleich Sternanis und die Zimtstangen und die Vanilleschoten daraus. Im Übrigen, die Vanilleschoten kommen ja immer in diesen Glas, ja, Aufbewahrungen, in den Glasröhrchen. Die könnt ihr auch super upcyclen, indem ihr da zum Beispiel den heißen Schneemann, den ich euch jetzt gerade oben links unterm i verlinke, abfüllt. Und den könnt ihr auch so als so kleines Röhrchen verschenken. Nur so als Tipp, wenn man diese, ich weiß, was man mit diesen Dingern machen soll. So, also, der kocht jetzt. Ich suche mir schon mal meinen Schöpflöffel und einen Teller. So. Riecht richtig cool. Also, das kommt gleich alles wieder. Das kommt jetzt alles wieder raus. Weil das braucht man nicht. Hat seine Schuldigkeit getan.
So, ich rühre das jetzt noch einmal richtig durch. Der Zucker hat sich ja eh komplett aufgelöst und dann fülle ich jetzt in dem Zustand, so heiß wie es gerade ist, noch den Alkohol hinzu. Natürlich darf der nicht fehlen. Und da habe ich hier abgefüllt schon den Rum. Der kommt da jetzt einfach rein. Eigentlich ist der, nachdem der Alkohol jetzt hinzugefügt ist, komplett fertig. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen Glitter reintun. Und Link kommt wieder unten in die Infobox. Und ich bin jetzt auch ehrlich, ich geiz da jetzt nicht mit. Einmal gut durchrühren mit dem Kochlöffel. Das ist im Übrigen so Glitzer, den man in generelle Getränke einfüllen kann, dass man dann so einen Glitzer-Effekt hat. Ich finde die auch im Übrigen voll cool für Halloween. Also die gibt es in verschiedenen Farben. Und ja, habe gedacht, damit kann ich ja perfekt diesen Bratapfellikör aufpimpen. So, und das fülle ich jetzt mir in einen Messbecher um, weil in dem großen Kochtopf, ich glaube, ich stehe gerade knapp einen 10-Liter-Topf. Okay, hier steht ein 8-Liter-Topf auf dem Herd. Den kriege ich jetzt nicht so mal eben gebändigt, dass ich damit unfallfrei mit dem Trichter mir meine 500 Milliliter Bügelflaschen abfüllen kann. Die habe ich mir im Übrigen bei Flaschenland bestellt. Die liefern immer super schnell, super Qualität. Kann ich euch nur empfehlen. Und nein, ich werde nicht von denen gesponsert. Nur so als Info. Aber ich kann ja wenigstens sagen, wenn ich von der Qualität super überzeugt bin. Und das bin ich bei denen. Preis-Leistungs-Verhältnis passt nämlich. So, das hier werde ich jetzt, wie gesagt, umfüllen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also, jetzt ist die Flasche fertig. Unser Bratapfel, unser flüssiges Gold, und wie ihr seht, es schimmert wirklich schön. Und was hier noch so drin rumschwimmt oder schwebt, das ist halt Vanille, noch ein bisschen Zimt, auch noch vielleicht Teile von Sternanis. Ja, wie gesagt, ich finde, es macht der Flasche oder dem Likör keinen Abbruch, wenn das da noch weiterhin drin rumschwimmt. Ja, ihr könnt natürlich den Bratapfellikör auch mit naturtrüben Apfelsaft machen. Dann ist er nur halt nicht so schön mit diesen Goldpartikeln. Die könnt ihr natürlich auch weglassen, wenn ihr das möchtet. Ja, und wer es nicht ganz so süß mag, also ich habe jetzt 1:1 beide Zuckersorten verwendet, der kann ja auch den weißen Zucker reduzieren. Ja, wie gesagt, ich hatte hier weißen Rum verwendet. Ja, also ich hoffe, euch hat das DIY bezüglich selbstgemachten flüssigen Gold gefallen und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!